Wasser ist die wichtigste Ressource der Landwirtschaft. Wenn man keinen guten Boden hat, betreibt man Hydrokulturen. Wenn man kein gutes Klima hat, verwendet man Gewächshäuser oder Beschattungsnetze. Aber wenn man kein Wasser hat, kann man nichts anpflanzen. So einfach ist das. Die Tröpfchenbewässerung ist die effektivste Methode, um Pflanzen zu bewässern. Früher nutzten wir dafür die Furchenbewässerung. Man leitete das Wasser in Furchen und versorgte somit die Pflanzen. Die Tröpfchenbewässerung ist um 40% effizienter, da im Vergleich zur traditionellen Bewässerungstechnik 40% weniger Wasser verbraucht wird. Auch der Einsatz von Düngemitteln wird auf diese Weise optimiert. Wichtige Nährstoffe können von der Pflanze direkter und somit besser aufgenommen werden. Außerdem hilft es beim Pflanzenschutz, nämlich beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, die die Gesundheit der Pflanzen stärken. Ich glaube, dass die Nachfrage nach Lebensmitteln stetig steigen wird, weil die Weltbevölkerung weiter wächst. Und um größere Erträge bei Lebensmitteln zu erzielen, werden Pflanzenschutzmittel verwendet. Der Einsatz von unterschiedlichen Wirkstoffen gewährleistet eine bessere Resistenz gegen Krankheiten. Außerdem sollte man Bewässerungssysteme nutzen, welche die Umwelt weniger belasten, wie zum Beispiel das Tröpfchenbewässerungssystem, mit dem man auch systemische Pflanzenschutzmittel verteilen kann. Das ist viel nachhaltiger, als sie auf die Blätter aufzusprühen. Es ist wichtig, am Puls der Zeit zu bleiben, wenn es um Technologien der Wassernutzung geht. Man muss sich mit den Partnern zusammentun, die ernsthaft und engagiert daran arbeiten. Bayer. Science for a better life.